Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video hier vom Cruising Nebraska Event. Wir stehen hier noch in Alliance und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus heute geht. Eigentlich kann es nur nach Grand Platte gehen oder Grand Island. Oder Norfolk. Weil Shelbourne und Sydney zu nah sind und das sind die letzten Städte, die noch fehlen. Gucken wir mal, ob wir da jetzt einen Auftrag haben. North Platte. Oder so. North Platte, 164 Meilen, wieder von Johnson and Smith zur Nielsen Roll Corporation in North Platte für 9.092 Dollar, 16,5 Tonnen schweren Baggerlader. Würde ich sagen, nehmen wir, fahren wir. Von da könnte man auch wieder prinzipiell Sydney oder Shadron nehmen. Grand Island dürfte auch nah genug dran sein, also nicht weit genug, nicht nah genug dran sein, also nicht zu nah dran sein. Danach haben wir dann in North Platte dann wieder eine große Auswahl. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Auftrag mal an. Time to hit the road. So sieht's aus. Fahr wieder zurück zu Johnson and Smith oder John Smith, wie auch immer, wie war's, Johnson Smith und John, oder John Smith. Wie noch seid, da waren wir schon gerade eben gewesen. Also, in der letzten Fahrt. Stay left and then turn left. Turn left. Go straight. Bleiben wir mal direkt links. Stay left. Then turn left. Turn left. So, schon links abbiegen, bevor jetzt wieder Verkehr kommt. Und dann sind wir auch schon nicht da. Wir jetzt leider wieder eine Nachtfahrt werden, oder? Oder wird's Tag? Ah, eine Nachtfahrt. Get ready to turn left. Ah gut, den Weg nach Grand Island sind wir schon mal vor. Ne, nach Nord. Schon nach North Platte sind wir noch gar nicht gefahren. Sind wir durch North Platte gefahren? Ne, ne, wir sind da. Nee, also gut, den Weg sind wir nicht gefahren. Die Highway 83, den wir nicht fahren werden. Ah, von hier aus. Ich erinnere mich wieder. War natürlich smart. Ich lege an, vorne mal umzureißen. Let's go. Genau, wir fahren wieder den Highway 2 gen Osten und dann fahren wir den Highway 83 drunter noch North Platte. Wir sind dann bei den Ausläufern von North Platte und dann. Wahrscheinlich. American Lines. Nice. Boah, ja, gut. Pennen wir wahrscheinlich vielleicht in der Stadt oder so. Wobei 3 Stunden 11 Fahrzeit brauchen wir auch nicht pennen. Können wir auch direkt weiterfahren. American Lights, es scheint Turn left. sehr
cooler Ladeplatz und Abladeplatz zu sein. Vielleicht fahren wir dann hier im weiteren Verlauf des Events auch nochmal dahin. Wir sind hier gerade schon, wir fahren jetzt erst auf die Interstate, ach, auf den Highway 2. Get ready to turn right. Turn right. Wenn man wieder nicht die richtigen Tasten trifft. Schwer zu sehen im Sonnenuntergang, ob was kommt oder nicht. Tatsache, es sind Ruinen. Wir sind von der Antioch Potage Plant. Was auch immer das mal gewesen ist. Stand bestimmt vielleicht auch auf dem Schild, wenn da eins stand, in der Haltebucht. Könnte natürlich auch sein, dass hier gerade die. Boah. Verdammt, ich hab wieder den Namen vergessen. Das eine Trail hier da durchführte und das einfach so ein Spot war. Wobei es war ja schon. Wirke schon eher zementig und wieder steinig und hölzern, aber. Ich hab auch keine Ahnung. Oregon Trail, so. Glaube ich. Oder? Nee. Vielleicht auch? Los. Schön ist auch wieder hier ein Tankkürzung. Ich hätte gerade noch ein Pufferfenster gehabt zum Foto machen, aber naja, verpasst. Wenn man schon mal die Möglichkeit hat. Wir sind schnell wieder auf Geschwindigkeit. Wir fahren ja auch nur 6.500 Pfund. Auch nicht wirklich verwunderlich.
Der hat sich wieder reingekickt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich reingekickt habe, weil ich ein bisschen auf der Gegenspur war. Weswegen ich ja nicht mehr direkt hinter dem LKW war und ich wieder dann auf die richtige Spur, auf meine Spur eingekehrt bin. Was dann mit dir gegriffen hat. Ja, da kann man glaube ich gut mit spielen. Ich, wie gesagt, ich muss nochmal testen, wie das ist. Wenn man die Tempomat für eine etwas längere Zeit als an-aus ausmacht. Wahrscheinlich kann man dann nicht 100% runterbremsen lassen, sondern man muss dann anbremsen und dann wieder das dann den Tempomat wieder aktivieren. Aber weil man ansonsten zu viel Entfernung verliert. Ich frage mich, ob die KI programmiert ist, dass sie in den jeweiligen Bundesländern und Staaten, wenn man irgendwie State Trooper oder sonstige in diesem Fall Ereignisse passiert, dass man dann, dass die KI dann auf eine bestimmte Geschwindigkeit runterfährt. Ist halt in jedem Bundesstaat anders. Also nicht komplett anders, in manchen auch gleich, aber ne? Ist halt nicht in jedem Bundesstaat gleich. Wie da die Regulierung ist. Was ja auch absolut sinnig ist, weil wenn dem nicht so ist, dann kann ja noch ein größeres Unglück passieren, wodurch der Verkehr noch weniger fließend ist. Und natürlich auch für die Sicherheit. Teilweise wirkt es gerade zumindest so beim ersten Polizeiauto, das die KI bewusst gebremst hat. Ist mir ja auch schon vorher ein bisschen aufgefallen, aber beim zweiten Mal war es halt nicht so. Ist ja ganz schön. Ist es neblig? Wirkt das so? Ich glaube, es ist neblig. Wir sind ja eine Prärie. Go straight.
Und da sind wir auch schon am Ziel nach einer Baustelle. Zu der wir sogar hinliefern. Verkehrt. Ja, es wäre besser anders gewesen, aber okay. Anders wäre es besser gewesen. Dann laden wir das coole Stück mal ab. Ausgezeichnet, Baggerlader von Aliens nach North Platte geliefert, gefahren Strecke 173 Meilen, dauert 17 Minuten, Verbrauchskraftstoff 25 Gallonen, das war der 177. erledigte ATS World Trucks Auftrag, 9100 gab es dafür und 420 Erfahrungspunkte. Dann wollen wir mal kurz ein bisschen zur Seite fahren. Quantum das Gas zählt 11 von 12. Und halten hier. Und können ja einfach spaßeshalber mal schauen, wohin es vielleicht gehen könnte, mit was für einer Fracht im nächsten Video oder auf der nächsten Fahrt. Eventuell mit einer Erdbauwalze Volvo SD660B von American Lines nach X-Tex Missionary. Ob dem denn so ist, das werden wir dann sehen im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, entweder hier vom Cruising Nebraska Event oder im Eurotruck Simulator 2 mit dem Trade Connections Switzerland Event Video. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!